So, jetzt bin ich mal gespannt. Hallihallo, es scheint soweit zu funktionieren. Jawohl, da kommen auch schon die ersten reingestolpert. Freut mich sehr und einen wunderschönen guten Abend. Erstmal Abend will man gar nicht so richtig sagen, weil es draußen noch hell ist und die Sonne scheint. Nach diesem wunderschönen Sonntag. Ich nehme mal an, es gibt kaum einen Flecken in Deutschland, das nicht schön aussah, oder? Heute mit dem Wetter. Die Sonne war da. Bin vorhin ein bisschen Fahrrad gefahren. Normalerweise hat man in Berlin und um Berlin rum viel Platz um sich, wenn man da unterwegs ist. Heute war es nicht so einfach, den Mindestabstand einzuhalten. Aber ich bin hier, mir geht's gut und ich hoffe, euch geht's auch gut. Prost erstmal. Ich mache das zum allerersten Mal, also ich bin gespannt, was passiert. Hallo, hallo, genau. Aus dem Schwarzwald, von überall her. Hallo, hallo. Ich kann das, glaube ich, jetzt nicht immer lesen und ich glaube, so ist das auch nicht gedacht. Sonst komme ich überhaupt nicht mehr dazu, mich mit euch zu unterhalten. Und vor allen Dingen wollen wir uns heute auch noch mit jemandem unterhalten, der noch gar nicht. Jetzt im Moment noch gar nicht hier ist, aber jeden Moment eintrudeln müsste. Es ist ein Mann mit einem interessanten Namen. Wenn man den einmal sagt, dann sagen die meisten, wie bitte, wie bitte? Der Mann heißt mit Vornamen Heinrich. Das ist noch relativ einfach. Und mit Nachnamen heißt er Strößenreuter. Jawohl, genau. Und warum ich euch diesen Mann gerne vorstellen möchte, das ist mit ein paar Worten gesagt. Er hat eine Art Verein gegründet, der heißt German Zero. Und es geht mal nicht um Corona, ich hoffe, das ist okay für euch. Es geht um unser gutes altes Klima. Und ich schaue mal mit unten, wann er hier eintrudelt. Sekunde, was ist das hier? Was hat das zu bedeuten? Okay. Bin ich gespannt, ob das funktioniert. Beim zweiten und beim dritten Mal, ich verspreche. Ah, da ist er. Beim zweiten oder dritten Mal habe ich es besser drauf. Hallo, Hi. Heinrich. Hi Jan, grüß dich. Sehr schön, dass wir das Schön. Gespräch fortsetzen können, du. Ja, wir haben uns kennengelernt, das ist schon eine Weile her, und haben in Berlin in einem Café gesessen. Und damals war das noch möglich und keiner brauchte einen Mundschutz und alles war in gewisser Ja. Weise noch in Ordnung. Und das Klima war eines der wenigen großen und sehr aktuellen Probleme, die uns damals umgetrieben haben. Und du hast mir erzählt von German Zero. Und heute sieht es ja ein bisschen anders aus. Heinrich, nur mal zum Anfang. Corona, bedeutet das auch für dich und deine Arbeit eine Veränderung? Merkst du irgendwas? Ist irgendwas anders geworden? Es ist tatsächlich die Hölle, denn wir sitzen nicht mehr wirklich zusammen. Büro sind 15 Leute mittlerweile bei German Zero und gut 50 bis 100, die ehrenamtlich mitarbeiten aus Berlin, der ganzen Republik. Aber wir sind immer nur am Telefonieren oder in Videokonferenzen und das ist nicht leicht, insbesondere wenn wir auch neue Mitarbeiter eingestellt haben. Also die muss man immer ein bisschen kennenlernen. Wir haben auch wie viele Arbeitgeber gleich gesagt, geht erstmal nach Hause, bleibt zu Hause. Aber jetzt merke ich so, ein, zwei Tage sind wir mal ganz allein im Büro und es sind ab und zu mal wieder ein paar da und wir halten dann unsere, ja, 2 Meter Mindestabstand dann ein. Sehr gut. Sag mal, jetzt hast du gerade von Mitarbeitern gesprochen. Ich glaube, die meisten Leute, die uns vielleicht jetzt zuhören, haben noch nie von German Zero gehört. Erzähl doch mal ganz kurz, was German Zero überhaupt ist. Also es ist ja keine Firma, die irgendwas herstellt. Genau, nee, eigentlich auf Deutsch übersetzt Deutsche Null und genau darum geht es. Deutschland soll bis 2035 klimaneutral werden. Und was wir uns von German Zero vorgenommen haben, ist eine Kampagne zu starten, haben wir letztes Jahr dann tatsächlich auch gemacht, Deutschlands ersten Klimaplan zu schreiben, wie das geht, also was man für die 1,5 Grad tatsächlich tun muss. Und jetzt sind wir dabei im nächsten Schritt in Gesetz Deutschlands oder weltweit sogar das erste 1,5 Grad Klimagesetz zu schreiben, zu erarbeiten. Und das soll dann spätestens 2022, also wenn wir eine neue, frische Bundestagsmannschaft haben, das soll dann im Bundestag verabschiedet werden mit einer Zweidrittelmehrheit. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Aber sag mal, wer schreibt denn normalerweise Gesetze? Das machen ja normalerweise keine Vereine, die sich nebenher gründen, sondern wessen Arbeit wäre das denn?
Ja, normalerweise sind das tatsächlich irgendwelche Leute im Ministerium, die haben dann so ein Diktaphon in der Hand und diktieren einfach Gesetzeszeilen mit rein. Und so kommen dann manchmal auch Gesetze halt mit raus. Was wir uns jetzt vorgenommen haben, ist ein etwas umfangreicheren Prozess, wo wir schauen, was muss eigentlich passieren, wenn wir die 1,5 Grad hinkriegen wollen. Dann sprechen wir mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Experten von verschiedenen Bereichen, Menschen, die betroffen sind von Nichthandeln und betroffen sind von Handeln. Gibt es ja mal beide Sorten. Und soll am Schluss dann tatsächlich an die 2000 Seiten wasserdichtes juristisches Klimagesetz rauskommen. Das ist so lang ist ein Gesetz. 2000 Seiten, Das, was wir vorhaben, ja, das ist ja viel, viel Umbau von Gesellschaft, von Wirtschaft, von Verkehr, die Art und Weise, wie wir leben, wieder produzieren. Und dann noch sind wir weit, weit von dem 1,5-Grad-Ziel tatsächlich weg. also erklär noch mal ganz kurz. Ich weiß nicht genau, wie jeder so, ob das jeder noch so parat hat. Im Moment wird ja auch vieles überlagert Ja. von anderen Meldungen. Was ist das mit den 1,5 Grad? Genau, die 1,5 Grad, das ist praktisch die Erhöhung der Welttemperatur gegenüber den vorindustriellen Zeiten, also als wir noch wenig fossile, also wenig Kohle, Öl oder Gas irgendwie verbrannt haben. Und bei 1,5 Grad, das ist sozusagen ein Ziel, was sich 197 Staaten auf dieser Welt gegeben haben. Das war bei einer UN-Klimakonferenz 2015 in Paris. Das hat der Deutsche Bundestag komplett ratifiziert, 100% Einstimmigkeit, alle Abgeordneten stehen dahinter. Und jetzt geht es darum, tatsächlich das in neue Regeln für uns alle umzusetzen und uns dann auch zu halten, damit das klappt. Denn eins ist klar, wenn wir es nicht klappen, dann rast unsere Welt auf eine Erderhitzung zu, 3, 4 Grad. Und das wird dann also nicht mehr lustig, ist noch zu nett eigentlich ausgedrückt. Wir kennen es ja aus den letzten Jahren, Berlin, ganz viele Waldbrände, die Spree floss bergauf. Vertrocknete Ernten, Rinder, die notgeschlachtet werden muss. Der Rhein war nicht mehr wirklich schiffbar. Für die Autofahrer beispielsweise explodiert der Beton auf den Autobahnen, weil so stark von der Sonne aufgeheizt wird, dass man ja nicht mal mehr da teilweise sicher Auto fahren kann. Und jetzt will German Zero im Grunde genommen ja eine Nichtregierungsorganisation Genau. und will jetzt ein Gesetz schreiben, das so wasserdicht ist und von Profis, von juristischen Profis, aber auch von Experten, was das Thema Genau. angeht, so wasserdicht geschrieben wird, dass es eigentlich gar nicht anders gehen kann, als dass es angenommen wird und umgesetzt wird und ratifiziert wird. Das ist der Plan. Das ist der Plan, denn tatsächlich, wir haben ja jetzt eine Bundestagsmannschaft, ne, und die hat es ja mit ihrer Bundesregierung nach der großen, großen Klimademo vom 20. September diesen Jahres, ist ja so ein kleines Klimapäckchen beschlossen worden, was einfach wirklich nicht hilft. Und dann hat die Politik auch noch gesagt, mehr geht gerade nicht. Das heißt, wir müssen jetzt leider abwarten, bis neu gewählt wird, bis die Karten neu gemischt werden sozusagen. Und dann hoffen wir auf eine frische Politiker- und Politikerinnenmannschaft, die dann tatsächlich dieses Klimagesetz beschließen sollen. Denn wenn sie das im ersten Jahr nicht schaffen, also meistens kommen dann die Profitlobbyisten, haben wir so also wieder dann die Politik gut im Griff. 2026 wäre es zu spät und dann schaffen wir weder Deutschland die 1,5 Grad noch entsprechend weltweit. Insofern haben wir jetzt einen ersten Anlauf, also eine erste Chance und gleichzeitig eine letzte Chance, das noch hinzukriegen. Dafür kämpfen wir bei German Zero. Glaubst du, dass die Leute im Moment dafür einen Nerv haben? Nicht wirklich. Also, was man ja tatsächlich sagen muss mit Corona, ist, beeinflusst unser Leben dermaßen stark, wie es keiner vor 3, 4, 5 Monaten hätte vorstellen können. Wir sind zu Hause, wir sind eingesperrt, kann sich nicht mehr frei bewegen. Der Hubschrauber knatterte ja heute in Berlin und guckt, wo Leute doch vielleicht den Parken, den Bänken, auf irgendwelchen Parken, schon den Bänken in irgendwelchen Parks halt sitzen. Ja. Man kann nicht mehr richtig einkaufen, man muss Mundschutzmasken, man trifft seine Freunde nicht mehr, die armen Singles, die zu Hause sitzen und irgendwie niemand mehr kennenlernen können, die alten Leute. Also das ist schon viel, was da gerade passiert. Und das ist ja nur der eine Teil, was unseren Umgang mit Mitmenschen angeht. Bei vielen geht der Job flöten gerade, die ganzen Selbstständigen, viele Kleinunternehmen, Restaurant und Gastronomiebesitzer. Also das hat massive Einflüsse auf uns alle. Es Oder hat was? einfach, ja. Es wird eine Zeit nach dem Coronavirus geben und das stelle ich mir jeden Tag vor und ich stelle es mir sehr schön vor. Aber es wird vielleicht auch eine Zeit geben nach dem 1,5 Grad durchgesetzt sind. Genau. Wenn Das wir war mal ja auch. vom Ende her denken würden und uns überlegen würden, wie sähe denn die Welt aus, wenn wir dieses Ziel erreichen würden, wenn wir so ein gutes Gesetz hinkriegen würden, dass das sicherstellt und trotzdem von der gesamten Gesellschaft getragen werden könnte, ohne
Murren und Knurren. Und Ach wie ja. sähe denn dann die Welt aus? Wie wäre das denn dann? Ja, das war ja tatsächlich eine Frage, die wir im Herbst auch mal geschriffen haben. Weil ich gesagt, da muss ich mal länger drüber nachdenken. Also wie ist ein Leben nach klimaneutral oder inklimaneutral? Und ich glaube, da muss man zwei verschiedene Sachen sehen. Einmal, wie ist das Leben in der Stadt und wie ist das Leben auf dem Land? In der Stadt kriegen wir teilweise gar nicht so viel mit. Also auf den Dächern, da sind Solaranlagen mit drauf, die sieht man unten von der Straße gar nicht. Vielleicht manchmal eine grüne, begrünte Hauswand, also mit Fassaden dabei. Dann wird es wesentlich leiser werden in der Stadt. Das merken wir gerade ja auch bei Corona schon. Wesentlich weniger Autoverkehr. Das wird positiv für alle Beteiligten, die an den Hauptstraßen wohnen, freuen sich. Es wird wahrscheinlich deutlich mehr Radverkehr geben, so wie in Amsterdam oder Kopenhagen. Mehr Platz für Kinder und alte Leute, sonstige, die sich draußen aufhalten können. Also werden mehr Flächen mit weniger Autos in der Stadt haben. Ja, das sind so Dinge, wo es tatsächlich dann positiv wird, sich verändert. Man wird mehr ÖPNV haben, also mehr Bus- und Bahnverbindungen. Und auf dem Land, da ist es ein bisschen anders. Also dort wird man wahrscheinlich kein Benzin und Diesel mehr in den Autos tanken und nutzen, sondern nimmt halt die Steckdose und lädt sein Auto mit Strom auf. Und da wird es mit Sicherheit auch einen Stundentakt im ÖPNV geben, wie das in der Schweiz oder in Österreich schon längst der Fall ist. Ja, das sind so Dinge, was die positiven Seiten angeht. Und auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich hier und da ein bisschen teurer, wenn man zu viel Strom verwenden will, also fossilen Strom aus Öl, Gas oder Kohle. Auf der anderen Seite, wenn wir denn alle nur noch grünen Strom haben, also Solaranlagen oder Wind, dann kann es auch ganz schön günstiger wieder werden. Denn zurzeit ist der Solarstrom schon günstiger als der Strom aus Kohle oder Atomkraft. Wenn jetzt uns Leute zuhören und also selbst wenn vielleicht der eine oder andere schon mal was von mir gehört hat, vielleicht von dir ja noch nicht. Warum kennst du dich so gut aus mit solchen Sachen? Warum weißt du, wie man ein Gesetz schreibt? Oder warum weißt du, was man braucht, um ein Gesetz zu schreiben? Hast du sowas schon mal gemacht? Ja, mittlerweile ist das das dritte Gesetz ungefähr, an dem ich mitschreibe. Ich habe, sag mal, zu Studienzeiten so eine bundesweite Studentenbewegung aufgebaut von Studenten, die Umweltthemen, die BWL und VWL mit reinbringen wollen. Das war schon damals in den 90ern. Bin dann im Bundestag gewesen, in der Enquetekommission und versucht habe, Nachhaltigkeitsthemen in die Politik einfließen zu lassen und habe da die Augen ein bisschen aufgesperrt. Und dort habe ich eine Sache gelernt, die jetzt auch immer noch mal zum Tragen kommt. Am Schluss sind es wirklich nur eine Handvoll Leute, die ein Gesetz schreiben. Und alle anderen machen hier und da ein bisschen mit, aber eigentlich ist nur eine Handvoll Leute. Und jetzt ganz, ganz lange weitergespult, also 2015, also fast 20 Jahre später, habe ich in Berlin mit einigen Bekannten den Volksentscheid Fahrrad gegründet und gestartet. Also ein Volksentscheid, der Deutschlands erstes Radverkehrsgesetz sozusagen zur Geltung bringen sollte. Und ja, das ging da ganz gut los. Wir haben 10 Ziele aufgestellt, so 2 Meter breite Radwege, viele Fahrradstände, sichere Kreuzungen, also alles, was man sich so wünscht, also an normaler Fahrradinfrastruktur. Und dann kam Weihnachten 2015, dachte, Mist, das ist ein Volksentscheid, da brauchst du auch ein Radverkehrsgesetz. Wie geht das denn? Und da habe ich mal im Internet geschaut und gegoogelt. Es gibt halt nach wie vor kaum ein Do-it-yourself-Video bei YouTube, wie man Gesetze schreibt. Und dann habe ich ganz heftig zwischen Weihnachten und Neujahr herumtelefoniert, ein paar Abgeordnete gesagt, hey, wie schreibt man ein Gesetz? Und dann war so der Tipp, na, schreib einfach konkret auf, was du so an Regelungen haben willst, setz dich mit ein paar Leuten hin, bring ein paar Juristen mit dazu und guck mal, dass du ab und zu mal jemand hast, der drüber schaut. Und so haben wir das dann 2016 gemacht. Deutschlands erstes Radverkehrsgesetz in 3 Monaten. Und dieses Radgesetz gilt. Das ist dann ein Jahr später, haben wir es mit dem Senat nochmal neu geschrieben, dann als Mobilitätsgesetz, dann kam noch Fußverkehr dazu und ÖPNV und Wirtschaftsverkehr, also eigentlich die ganze Bandbreite, was guter Verkehr in der Stadt angeht, Verkehrswende. Das war das zweite Gesetz. Das war da auch größere Verhandlungsrunden dabei und jetzt tatsächlich mit dem 1,5-Grad-Gesetz, das ist das dritte Gesetz. Das sitzt aber hoffentlich, denn wenn es nicht klappt, dann klappt das auch mit dem Klimaschutz in 1,5 Grad nicht. Insofern, wir sind zum Erfolg verdammt, das macht es auch nicht mal einfach. Würde das so viele Leute sagen, ja, oder haben die Befürchtung, dass wenn Deutschland mit so einem Gesetz vorprescht, dass wir dann die Einzigen sind und unsere ganzen Nachbarn pfeifen drauf und sagen, ja, könnt ihr gerne machen in Deutschland. Uns ist das zu kostspielig, zu große Einschnitte in auch unseren Wohlstand. Man kann ja schon so eine gewisse Korrelation feststellen zwischen Wohlstand und Energieverbrauch zum Beispiel. Ja. Und was sagt ihr denen? Was
Ja, tatsächlich ist das, glaube ich, das Argument ist valide, wenn man erstmal so auf die Zahlen schaut mit allen drum und dran. Deutschland 2% der weltweiten CO2-Emissionen, was hilft das, wenn bei uns der Sackgeist sozusagen umfällt, andersrum formuliert. Ne? Aber tatsächlich sieht es komplett anders aus. Wir haben in Europa schon ganz, ganz viele Staaten, vor allem die skandinavischen Staaten, die viel, viel mehr machen im Klimaschutz. Die warten jetzt nur darauf, dass die stärkste Volkswirtschaft, das reichste Industrieland in der EU, dass das einen anderen Kurs einschwenkt. Und wenn das passiert, dann kann Ursula von der Leyen als EU-Präsidentin kann auch einen anderen Kurs einschlagen. Und dann haben wir möglicherweise schnell CO2-Steuer-Außengrenzen. Und dann sind viele, viele andere Blöcke, viele, viele andere Länder in der Welt gezwungen, bei unseren Spielregeln mitzumachen. Und dann geht von Deutschland tatsächlich eine gute Dominokette aus. Und damit schaffen wir vielleicht das, was wir insgesamt weltweit hinkriegen müssen, die 1,5 Grad. Das ist unsere Hoffnung. Da arbeiten zurzeit 15 Festangestellte, 50 bis 100 Leute im Team und an die 200, 300 in der Republik in vielen, vielen anderen Städten. Also du wünschst dir eigentlich, oder man hat die Hoffnung, dass Vernunft ansteckend sein kann. Und Das haben wir tatsächlich schon mitgekriegt. Also, ne, wir hatten uns ja im September das erste Mal kennengelernt, auch so ne, per Remote, obwohl wir das war sozusagen üben für Corona, könnte man fast sagen. Und etwas, was immer wieder hängen bleibt, ist diese Einschätzung, ja, wir haben 2, 3 Jahre nur noch Zeit, um das hinzukriegen. Denn es müssen ja Infrastrukturen umgebaut werden. Ne? Also neue Radwege ist vielleicht noch ganz schnell, aber mehr ÖPNV, mehr Bus und Bahn, andere Art von Energieerzeugung, das braucht seine Zeit. Ne? Wir haben hier, ich kann das mal noch mal kurz hier zeigen, habe ich extra mitgenommen, Deutschlands ersten Klimaplan. Den hatten wir uns damals im Herbst vorgenommen, haben ihn kurz vor Weihnachten vorgelegt, kann man bei uns auf der Webseite runterladen. Und da stehen viele Dinge drin und der Horizont 15 Jahre ist schon sehr, sehr kurzer, sehr, sehr schnelle. Wenn man so guckt, ein Bus wird gerne 15, 20 Jahre verwendet, ein Eisenbahnfahrzeug 40, 50 Jahre, PKW 10 Jahre. Also wenn wir umbauen wollen, müssen wir jetzt Gas geben. Also ich glaube auch, wir sind eine freiheitliche Grundordnung und die sieht unter anderem eben vor, dass jeder Mensch sein Leben so gestaltet, wie er selbst das für vernünftig hält und wie er selbst das für richtig hält. Und da will man ja auch nicht ran. Man will ja eigentlich erreichen, dass es in den Köpfen der Leute selber einen Umschalter gibt und eine Erkenntnis gibt für das Problem. Und man will möglichst nicht zwingen und von außen reglementieren und all das. Also wenn eben jemand denkt, ja, er müsste jetzt mit, ich spinne jetzt mal, 17 Ferraris in der Garage leben und jeden Tag einen anderen fahren und richtig gib ihm, ne, dann tut er das, weil er das auf irgendeine Art für vernünftig hält. Und wenn jemand die Heizung volle Pulle aufdreht und dann das Fenster aufmacht, um die Temperatur ein bisschen nach unten zu regeln, dann vielleicht ja auch. Aber vielleicht ist das ja ein Prozess, den anzustoßen, sich lohnt, nochmal kurz zu überdenken, was man eigentlich wirklich braucht. Und ich zum Beispiel ertappe mich jeden Tag 4, 5 Mal dabei, Dinge zu machen, die ich eigentlich total bescheuert finde. Und zum Beispiel mal eben doch ins Auto zu steigen, um eigentlich nur einen Kilometer zu fahren. Aber warum läuft man denn nicht? Oder warum fahre ich nicht mit dem Fahrrad? Also ich bin selber mittendrin in so einem Prozess zu verstehen, dass das, was leicht ist und das, was mir sozusagen zufällt und was einfach vor der Tür steht oder einfach nur ein Griff nach links ist, nicht immer das ist, was ich eigentlich für schlau halte. Und das wäre ja ein Prozess, der müsste eure Arbeit ja begleiten, auf so eine Art. Wir wollen ja Genau. möglichst viele gewinnen dafür, Ja. dass das Notwendige dann auch für das Vernünftige zu halten und nicht wie ein Zwang zu verstehen, oder? Wo kam bei dir denn der Anstoß jetzt her, dass du sagst, okay, ich probiere es mal, den 1 Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen und nicht mehr im Auto? Also was waren so die Punkte? Ja, also ich habe inzwischen gar kein, ich hatte eins, das habe ich verkauft. Ich habe noch ein ganz altes Auto, das liebe ich einfach, weil es so ein ganz altes im Grunde genommen, das ist gar kein vernünftiges Auto, aber ich hänge halt noch dran. Und das steht jetzt hier immer rum und wird gar nicht mehr gefahren, ist auch für dieses arme Auto nicht so gut. Ansonsten bin ich mit dem Fahrrad unterwegs aus zwei Gründen. Erstens ist das Fahrrad ist ja keine moderne Erfindung. Das Fahrrad stammt irgendwo aus vorigen Jahrhunderten und das gibt es schon ganz, ganz lange. Und vielleicht ist es nicht unbedingt das Verkehrsmittel der Zukunft, wenn man jetzt eher an sowas denkt wie, ich mache die Augen zu und beame mich oder so. Aber was es auf jeden Fall tut, tut gut. Es ist gut für den Kreislauf. Du tust was für dich, für deine
Gesundheit für dein Wohlbefinden. Plus, es bringt dich emissionsfrei von A nach B. Und in so einer Stadt wie Berlin, nebenbei gesagt, bist du kein Deut langsamer, als wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Wenn ich zum Beispiel von da, wo ich wohne, das ist so im Süden, in den Prenzlauer Berg muss, in Richtung Norden, bin ich mit dem Fahrrad schneller als meine Frau zum Beispiel, wenn sie mit dem Auto fährt. Ja, das ist tatsächlich oft so. Und du bist auch gesünder. Also es gibt Statistiken, die sagen, Radfahrer haben halb so viele Krankheitstage wie Autofahrer. Übrigens auch wie ÖPNV-Kunden. Also ne, auch für Arbeitgeber, schenkt euren Mitarbeitern Fahrräder und ihr habt einfach mehr Arbeitstage sozusagen von den Kollegen und Kolleginnen dann tatsächlich im Büro. Ich glaube, was wir immer wieder brauchen, ist der Anstoß und hinterfragen. Und das ist das Spannende eigentlich mit Corona. Wir müssen uns jetzt ja viele Dinge auf einmal angewöhnen. Ne? Zu Hause bleiben, man fährt kaum noch von A nach B, ist im Bus nicht mehr unterwegs und macht viele Dinge anders, die wir vorher nicht gemacht haben. Mit Nachbarn mal wieder sprechen, ne? Mit Leuten telefonieren oder ähnlichem. Also die Frage wäre auch an dich beispielsweise, was kannst du dir vorstellen an schönen neuen Gewohnheiten jetzt aus den 2, 3 Wochen Corona, die wir danach vielleicht auch noch weiter so, ne, als gute Routinen behalten können. Das ist eine interessante Frage, über die ich übrigens jeden Tag ein- oder zweimal stolpere, was aus dieser Zeit eigentlich hängen bleiben wird und die Zukunft, unser aller Zukunft, vielleicht in eine etwas andere Richtung drehen kann. Das ist aber vielleicht ein extra Gespräch. Wir müssen ja auch heute hier nicht ewig in die Länge ziehen. Und unser Thema war ja heute auch ein anderes, aber es ist eine interessante Frage, übrigens auch an alle anderen, die uns jetzt gerade zuhören. Das würde mich mal, vielleicht können wir das an einem anderen Tag mal machen. Das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht kann man noch ein paar andere Leute hier mit reinnehmen. Wie denkt ihr jetzt gerade in so einer Zeit, wo eigentlich sich alles nur noch um diesen Virus dreht, über andere Fragen des Lebens, wie zum Beispiel auch das Klima? Das war kurz bevor der Virus hier ausbrach, ein Riesenthema für sehr, sehr viele Menschen und hat viele Menschen auf die Straße gebracht. Das ist jetzt erstmal weg, weil wir auch kein Versammlungsrecht mehr haben im Moment. Das ist ausgesetzt. Aber das kommt schon wieder und dann würde mich echt auch interessieren, was ihr dazu sagt. Okay, Heinrich, eine letzte Frage. Wer uns heute zugehört hat und vielleicht zum ersten Mal von German Zero gehört hat, wo findet man euch? Wo kann man euch unterstützen? Wo kann man mehr über das erfahren, was German Zero will und vorhat? Vielleicht auch ein bisschen konkreter. Und wer unterstützt German Zero schon? Genau, also die Webseite heißt germanzero.de. Wir sind in Twitter, wir sind in Instagram, in Facebook und YouTube. Man kann diesen schönen Klimaplan runterladen. Da steht drin, was wir alles tun. Und wir haben auf der Seite auch einen Bereich, wo man sich eintragen kann, wenn man mithelfen will. www.germanzero.de. Und wir starten demnächst, ab Anfang Mai, starten wir sogar einen Klimaentscheide. Also Stadt für Stadt in Deutschland. Der Anstoß, diese Städte jeweils klimaneutral zu machen, wie so ein Volksentscheid Fahrrad, halt ein Volksentscheid Klima. Essen wird die erste sein, Münster, ne, da wärst du vielleicht die ideale Galionsfigur, stelle ich mir gerade mal so vor. Ne. Gibt ja gewisse Affinitäten mit Münster. Ist die zweite, die sich angemeldet hat, Konstanz ist mit dabei und da können wir auch viele weitere in Deutschland mit starten. Also da sind helfende Hände gebraucht. Wer uns unterstützt, wir hatten letztes Jahr eine Reihe an Großspendern gewinnen können, haben bei einer Spendenaktion innerhalb von einer Viertelstunde fast 500.000 Euro eingesammelt. Das hat uns kräftig Gas gegeben. Und jetzt machen wir mit dem das, dass wir wirklich weiter Strecke machen und vorankommen und anfangen, auch dieses Klimagesetz zu schreiben. Ja, und ganz viele Menschen, also aus Berlin, bestimmt 30, 40 Leute aus der Republik, also jemand, der unsere Webseite gerade komplett relaunched hat, der sitzt in Freiburg unten und hat noch 2, 3 Leute aus dem Team, der eine aus, glaube ich, Frankfurt und einer aus Essen. Also wir arbeiten schon komplett remote in Teilen, auch schon vor Corona. Die Corona-Diskussion können wir gerne nochmal fortsetzen, aber vielleicht machen wir jetzt mal, weil gleich kommt ne, der Abend auch vor uns und dann kommt noch der Tatort. Diesmal glaube ich nicht in Münster, wenn ich es richtig Nein, leider sehe. Ne? nicht. Nein, Münster kommt erst wieder. Münster ist erst wieder ich glaube, im Herbst, im Oktober oder November sogar erst. Aber hat wieder den Vorteil, dass man dann schon wieder gerne vor der Glotze sitzt und nicht wie an so einem Tag heute, Ja, blauer genau. Himmel, Sonnenschein, vielleicht lieber irgendwo im Garten oder auf dem Balkon. Ja. Jo, ja, ganz, ganz herzlichen Dank für den Talk. Ja, ich danke dir sehr für das Gespräch und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, aber es gibt sehr, sehr viel noch dazu zu sagen und ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben und ich freue mich, dass du hier mit mir gesprochen hast heute. Ja, du, ich mich auch. Ich wünsche einen schönen Sonntag noch. Euch allen Wünsche ich auch dir und auch. jo, Ja, ciao, ciao. mach's gut, tschüss. 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 So.
Und tschüss. Und ciao. So, jetzt bin ich nochmal hier alleine. Also, das ist ein interessanter Typ gewesen. Ich hatte von ihm noch nie gehört, bis, wie gesagt, vor so ein paar Monaten. Und das lohnt sich mit so Leuten, die nicht nur Phrasen so von sich geben oder so diesen Politiker-Talk haben, sondern Leute, die wirklich von der Materie was verstehen und auch schon Erfahrung haben, wie so ein Gesetz gemacht werden kann. Also das interessiert mich brennend. Das ist für mich einer der engagieren. Und deswegen hat es mich gefreut, dass ihr heute da wart. Ich sage tschüss, ich wünsche euch einen ganz tollen Sonntag noch und mal gucken, wenn es euch gefallen hat. Ich habe ja Zeit, ich habe ja nicht so viel zu tun gerade. Dann würde es mich freuen, wenn wir hier oder da immer mal wieder in loser Folge über interessante Themen sprechen, die vielleicht auch dann mal nichts mit Corona zu tun haben, weil das kann man ja schon manchmal kaum noch hören, dieses Wort. Macht's gut. Tschüss.